Hallo Whisky-Freunde, willkommen bei Friendly Mr. Z. Es ist passiert, ein Jahr lang Friendly Mr. Z, ein Jahr lang mein YouTube-Kanal, über 100 Videos, Livestreams und keine Ahnung, was wir schon alles für einen Quatsch gemacht haben. Aber heute vor einem Jahr habe ich mein erstes Video hochgeladen und zwar Glenfarclas Nummer 8. Also 8 Jahre, nicht Nummer 8. Gibt es Glenfarclas mit einer Nummer davor? Oder Nummer? Nee, alles eigentlich mal eine Jahresnummer. Obwohl, warte mal, wenn ich jetzt Glenfarclas 185 nehmen würde, müsste der 185 Jahre alt sein. Ist er ja nicht. Okay, gut. Ja, mit Glenfarclas Nummer 8, oder habe ich schon wieder Nummer 8 gesagt? Also, Glenfarclas 8 Jahre. So, jetzt reicht es. Ja, was ist in dem Jahr jetzt passiert? Eine ganze Menge, würde ich sagen. Ne? Erst habe ich irgendwie so ein bisschen angefangen, ein paar Videos so hochzuladen, weil mir irgendeiner gesagt hat, Sascha, du schreibst deine Notes immer nur über Facebook oder schickst die irgendjemand per WhatsApp. Nimm das doch mal auf, du kannst das. Okay, habe ich halt ein Video gemacht. Also ich meine, ihr könnt euch die Videos ja mal angucken. Da bin ich da noch sehr ruhig, sehr zurückhaltend, sehr entspannt. Also wie die meisten eigentlich, die mit YouTube irgendwann mal angefangen haben. Ich sag ja nur, guckt euch mal das erste Video von Jason an und guckt euch das Video von die Videos von Jason jetzt an. Ne? Also da ist halt auch eine krasse Entwicklung und das ist bei mir halt auch so passiert. Und ja, ich habe auch unglaublich viel Neues dazugelernt. Ich glaube, so vom normalen Whisky genießen, da ist man irgendwie schon ganz weit weg. Das ist jetzt mittlerweile so Whisky-Nerd und Nerdy-Kram und so. Obwohl ich ja, wie ihr ja mittlerweile wisst, in meinen Videos eher nur so High-Level die ganzen Sachen betrachte. Also wirklich so ins Detail, wie manche andere YouTuber gehe ich da ja nicht. Mir ist einfach wichtig, dass du vor der Kamera, also hinter der Kamera quasi, also am Bildschirm, das so genau verstehen kannst, so wie ich das auch verstehe. Ne? Also ich kann mit diesen ganzen bestimmten Notes einfach nichts anfangen. Ich rieche das, was ich rieche. Und wenn das für mich halt wie bei Oma der Wandschrank riecht oder wenn das gerade riecht, als wenn ich 8 Sekunden das Fenster am Hafen runtergemacht habe, dann ist das halt so und dann ist das vielleicht keine offizielle Note. Aber für mich ist wichtig, dass es euch gefällt und deswegen mache ich das auch genauso weiter. Ja, was wollte ich dazu noch sagen? Genau, was noch total cool ist, ist, wie viele Leute ich kennengelernt habe. Also wirklich eine Menge an Leuten aus ganz Deutschland, eine richtig geile Whisky-Community, die wirklich entstanden ist. Wir haben unfassbar viele Kontakte, wir haben unfassbar viel Austausch. Ne? Also ich sag ja nur, was bei WhatsApp manchmal abgeht, das ist ja schon jenseits von Gut und Böse, aber es macht einfach unfassbar viel Bock. Und ich wollte euch einfach mal heute noch einen kleinen Ausblick geben, was hat denn Friendly Mr. Z so in der nächsten Zeit vor? Da kann ich euch schon mal ein paar Sachen so sagen. Also ich werde natürlich weitermachen. Es wird weiterhin mittwochs und sonntags ein Video geben. Zwischendurch oder momentan stellt er ja fest, kommt auch mal freitags ein Video oder so unter der Woche mal. Das ist einfach nur, wenn ich halt ein neues Video habe, einen neuen Whisky. Und ihr wisst ja, ich will ja immer relativ fix sein. Dann lade ich das halt direkt hoch. Ne, da ist mir das dann egal, ob das Mittwoch oder Sonntag ist, sondern ich lade das dann einfach hoch, damit ihr, wenn ihr zum Beispiel schnell eine Abfüllung haben wollt und ihr wisst, die ist vielleicht ruckzuck vergriffen, da schon mal so eine Info habt, okay, kann man das vielleicht kaufen oder nicht. Dann will ich weiterhin machen, ab und zu diese Tastings zu machen auf dem Kanal und ich möchte regelmäßig jetzt, wahrscheinlich im 2-Monats-Rhythmus, bei Zoom Community-Tastings machen. Also ihr alle aus meiner Community könnt dann mit mir zusammen in Zoom mit Kamera, mit Ton, können wir zusammen Tastings machen und ihr könnt die Themen vorschlagen. Also zum Beispiel als haben wir jetzt für September, hat die Community sich gewünscht, ein Ayla Fassstärken-Tasting. Manche werden sagen, du hast nicht mehr alle Latten am Zaun. Manche werden sagen, habt ihr sie noch alle? Das kann man noch nicht machen. Doch, kann man machen. Wir machen das einfach. Wir trinken 6 Ayla Fassstärken an einem Abend. Ja, danach kann man definitiv nicht mehr nach Hause fahren. Deswegen ist es gut, dass wir das online machen und alle schon zu Hause sind. Das nur als Beispiel. In Zukunft habe ich da noch mehr geplant. Wie gesagt, schlagt mir einfach was vor, was ihr gerne machen wollt. Ich mache das gerne mit euch. Ich mache gerne mit euch diese Community-Tastings und ich glaube, da habt ihr auch richtig Bock drauf. Ja, was steht noch so alles an? Ich glaube, wir werden auch nochmal ein Charity-Tasting machen oder eine Charity-Veranstaltung. Mal schauen, eher so gegen Weihnachten vermutlich. Hatte ich ursprünglich ja für Herbst geplant, aber Herbst ist, da macht auch schon der Manuel was, der Whisky Waiter. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht Ende des Jahres nochmal, mal schauen. Und natürlich, was für mich total wichtig ist, ist die 1000 Abonnenten, weil ab da kann ich halt auch mehr mit dem Kanal einfach machen. Ich habe mehr Instrumente, ich kann euch mehr Sachen anbieten, ich kann zum Beispiel Community-Posts machen.
machen. Wir haben dann über auch unsere Community-Sachen über YouTube. Ich kann Stories hochladen etc. Also für mich ist das total cool. Für euch ist das cool. Also wir haben halt allen Vorteil daraus. Und natürlich, was ich auch noch gerne mit euch zusammen machen möchte, ist über Patreon zu gehen. Aber dazu folgen noch bald mehr Infos, denn ich würde mich freuen, wenn ihr das, was ich mache, weiter unterstützt. Und würde mich sehr darüber freuen, diesen Kanal dann quasi ja, mit euch zusammen weiter aufzubauen, weiter auszubauen. Vielleicht gibt es da auch andere Möglichkeiten noch, was wir machen können. Ich hätte auch mal Bock auf ein Vor-Ort-Tasting, auf ein Gruppentreffen. Also es gibt ja so viele coole Sachen, die man machen kann. Das jetzt alles in einem Jahr ist halt so viel passiert und das war einfach so eine krasse Zeit und das war einfach so schnell, einfach muss man auch einfach sagen. Also dieses Jahr ist so schnell rumgegangen. Aber absolut cool, ihr seid eine richtig geile Community und ich freue mich auf die nächste Zeit mit euch. Und ich sage einfach mal jetzt vielen Dank für eure Unterstützung, für euren Support, ja, für euer Feedback. Regelmäßiges Feedback ist super wichtig. Ihr postet regelmäßig unter den Videos, ihr liked die Videos, ihr teilt die Videos, ne? Also das ist super toll und da freue ich mich auch immer sehr drüber. Und ja, finde es einfach geil, Teil einer so großen Whisky-Community zu sein mittlerweile. Also es ist ja nicht nur meine Community, es ist ja auch die Community von Jason, die von Holly, die von Manuel. Wir sind ja irgendwie alle eine große Familie mittlerweile und genau das ist das, was es beim Whisky auch mittlerweile ausmacht, meiner Meinung nach. Wir sind alle eine große Familie, alle haben Spaß miteinander und wir haben alle Spaß daran, geile Tropfen zu verkosten und ja, zu verriechen, wir an Tastings oder sonstigen. Also ich würde sagen, ich stoße auf euch an. Slanja, habt noch eine angenehme Zeit. Danke, dass ihr alle da seid. Danke, dass ihr alle mitmacht. Danke, dass ihr eine geile Community seid. Und ja, weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Euer Friendly Mr. Z. Schmeckt irgendwie nach Rum.